Es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass ich über Jurassic World, Camp Kreidezeit oder Camp Cretaceous, neue Abenteuer, wie auch immer, Staffel 3 gesprochen habe. Von Staffel 3 war ich ja wirklich angetan gewesen, weil es einfach eine geile Season war. Auch mit dem Monster, mit dem Scorpius Rex hat mir alles super gut gefallen, wie das hier eingebaut wurde. Und ihr habt mich schon vorgewarnt und habt mir gesagt, ey, Staffel 4... die bricht so ein bisschen mit der Reihe. Also entweder finden Leute Staffel 4 richtig gut oder halt richtig schlecht. Und ich habe mir Staffel 4 jetzt angesehen. Also quasi zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier bin ich gerade frisch fertig mit Staffel 4 und habe ein paar Sachen dazu zu sagen. Hier wird es zu Spoilern kommen. Ich hoffe, das ist jedem klar. Das wird nicht spoilerfrei ablaufen. Wir unterhalten uns jetzt hier über Staffel 4. Was ich ganz kurz nochmal klarstellen möchte, ich habe in einem Video erklärt, dass ich das episodenweise besprechen möchte. Das heißt, jede Episode für sich. Ich habe aber gemerkt, es gibt Serien, da macht es Sinn und Serien, da macht es weniger Sinn, Episodenbesprechungen zu machen. Das sind Serien, wo ich sage, das macht weniger Sinn. Zum einen, weil die alle sehr kurz sind für Serien. Die gehen ja ungefähr halbe Stunde maximal. Und weil sie eben dann doch alle sehr zusammenhängen. Also es macht mehr Sinn, über das Komplettpaket der Staffel zu quatschen, als episodenweise das Ganze zu besprechen, weil die Serie eben auch nicht darauf ausgelegt ist, episodenhaft veröffentlicht zu werden. Die werden immer in einem Stück veröffentlicht, andere Serien werden eben wöchentlich veröffentlicht. Hat was damit zu tun, dass sie auch oftmals den Zuschauern Zeit geben wollen, über Sachen zu spekulieren, was kann jetzt hier passieren, was kann jetzt da passieren. Trifft eben hier nicht drauf zu auf die Serie. Außerdem bekommen wir jetzt auch zum heutigen Tag Staffel 5 gerade raus. Die werde ich mir jetzt gleich auch noch reinziehen. Und dann muss es eben auch noch ein Review dazu geben. Aus diesem Grund denke ich mal, ist okay, wenn wir einfach über die gesamte Staffel 4 in einem reden. Und damit bin ich fertig mit meinem Intro-Gequatsch und würde sagen, wir starten jetzt gleich rein. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 4 setzt genau da an, wer hätte es gedacht, wo Staffel 3 aufhört. Am Ende von Staffel 3 haben wir ja eigentlich die Insel verlassen und zum Schluss haben wir nochmal gesehen, wie auf der Yacht, mit dem die Kids entkommen sind, irgendein Dinosaurier scheinbar noch an Bord gekommen ist und gegen die Tür geklopft hat. Und man hat sich irgendwie überlegt, zumindest habe ich mir überlegt, könnte das noch ein Scorpius Rex sein oder irgendwas? Aber ist natürlich kompletter Quatsch, weil der Scorpius Rex wäre locker durch die Tür durchgebrochen. Es ist ein kleiner Compsognathus, ein kleiner Kompi, der da durchs Schiff rennt und dann irgendwie auch den Kids einen Streich spielt. Das war eine sehr seltsame Szene, weil es darum geht, dass der Kompi den Kindern Essen von den Tellern klaut, aber sie merken es nicht, sie checken es nicht und verurteilen sich dann irgendwie gegenseitig. Ey, du warst doch. Nur Ben sagt, ich kann es ja nicht gewesen sein, ich esse ja keine Früchte, ich esse ja die ganze Zeit nur Insekten. Die Szene war ein bisschen seltsam, auf jeden Fall endet es dann eben so nach der ersten Folge, dass sie wieder auf einer Insel stranden aufgrund eines Angriffs des Mosasaurus, der die gleiche Rolle spielt wie in allen Jurassic-Projekten. Ich weiß nicht, ob man nicht weiß, was man mit diesem Saurier anfangen soll. Ich meine, hier hat er, glaube ich, sogar die coolste Szene in dem ganzen Jurassic-World-Franchise bekommen, weil er hier einfach auch am meisten macht. Aber er kriegt nicht mehr zu tun, als irgendwie aus dem Nichts aufzutauchen, kurz für Rambazamba zu sorgen und wieder abzutauchen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich es eigentlich einen ziemlich coolen Dinosaurier finde. Auf jeden Fall ist der jetzt daran schuld, dass unsere Kids auf einer neuen Insel angekommen sind. Ich dachte mir erst, okay, gehen wir jetzt auf Anlage B über. Haben wir jetzt hier vielleicht die Isla Sorna vor uns? Das stimmt nicht. Das ist eine eigene Inselnummer für sich. Ihr habt die auch in die Kommentare reingeschrieben. Könnte das als Anlage C gelten? Ja, das wurde so nie betitelt. Und auch weil ihr geschrieben habt, Isla Muerta habt ihr mir, glaube ich, noch geschrieben. Wäre Anlage C. Dazu nochmal ganz kurz, das ist auch nicht richtig, das ist nicht offiziell Kanon, weil ihr euch immer wieder auf die Jurassic World Evolution Spiele bezieht, die zählen als Soft-Kanon, das heißt, die können zum Teil mit eingebunden werden, aber im Großen und Ganzen haben die keine Relevanz für die Filme. Deswegen, ja, so viel erstmal dazu. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf einer neuen Insel gestrandet und mein erster Gedanke ist gewesen, das fühlt sich ein bisschen an wie Star Wars Episode 7 zur ursprünglichen Geschichte. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass Staffel 3 eigentlich ein Abschluss hätte sein sollen, bis auf eben den Kompi da im Frachtraum. Und ja, die Kids waren von der Insel eigentlich runter. Da hat man sich aber wahrscheinlich gedacht, nee, komm, das ist so erfolgreich und wir können irgendwie da noch Zusammenhänge hinwursteln. Lass die nochmal stranden. Das ist eine Idee, die ich nicht so
geil fand, weil man hätte das irgendwie auch anders lösen können, dass die auch noch auf Isla Nublar geblieben wären. Ich meine, das ist ja auch eine große Insel. Und hätten auf dieser Insel quasi das gefunden, was sie jetzt eben hier finden. Also von Metacorp hießen die, glaube ich, so ein Labor, so ein unsichtbares Labor, das wohl aus Spiegeltüren besteht oder so ein Kram. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Insel, auf der auch das Wetter kontrolliert wird. Also wir haben da verschiedene Areale, die sind eingeschneit. Direkt danach haben wir ein Areal, das ist eine komplette Wüste. Wir haben ein Areal, das ist eben Dschungel, wie man es eben kennt. Und alles zu einem bestimmten Zweck, nämlich um Tests an Dinosauriern durchzuführen. Kommen wir erstmal zum Positiven. Die Charaktere immer noch, ich finde es, bis auf zwei, drei Abstriche, finde ich es immer noch krass, wie menschlich diese Figuren wirken. Und je mehr ich von Camp Cretaceous sehe, von der Serie, umso beschissener finde ich die Jurassic World Filme, weil die Figuren da so austauschbar sind. Und hier hast du wirklich nahbare Figuren. Ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt, Darius und sein Vater zum Beispiel, der ja gestorben ist an Krebs, meine ich, mit dem er unbedingt zu Jurassic World wollte, ist eine sautragische Geschichte. Auch Kenji, der eigentlich reich ist und der eigentlich alles haben sollte, hat irgendwie keine richtige Bindung zu seinem Vater und deswegen Jazz wird immer nur unter Druck gesetzt, weil sie halt Sportlerin ist und deswegen darf sie kein Privatleben haben. Brooklyn eigentlich genau das Gleiche, sie ist Influencerin und alle vergessen eigentlich, dass sie wirklich Menschen sind. Die Kleine, den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Auf jeden Fall hat auch sie eine Backstory, nämlich, dass ihre Familie bedroht wird von jemandem, den wir jetzt hier in der Staffel erkennen oder zum ersten Mal treffen. Und ich muss jetzt sagen, wenn ihr der Meinung wart, dass Lewis Dudgson in Jurassic World Dominion ein überzeichneter James Bond Bösewicht war, nach Staffel 4 von Jurassic World Camp Cretaceous ist Lewis Dudgson ein sehr menschlicher, sehr nahbarer und vor allem sehr cleverer Antagonist. Das, was sie in Staffel 4 gemacht haben mit dem Antagonisten, ist unfassbar, wie faul und dämlich du eine Figur schreiben kannst. Wir kommen gleich nochmal zu dieser Figur, weil ich erstmal bei den positiven Sachen bleiben möchte. Ich hatte ja die Figuren eben gerade schon angesprochen, die haben alle so ihre kleinen Problemchen und sind eben sehr menschlich und jetzt auch hier treffen die Figuren wieder auf Stücke ihrer Vergangenheit. Der Bruder von Darius zum Beispiel erfährt, dass sein Bruder noch am Leben ist und da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, aber stimmt, die decken ja alle, dass die tot sind. Es gibt ja niemanden, der Zeuge ist, dass die Kids noch am Leben sind, logischerweise, sonst doch Henry Wu, das dumme würde es eigentlich noch wissen, hat es anscheinend aber nicht gesagt. Auch diese Idee, dass man so die Insel in verschiedene Areale einteilt, ich finde es ganz cool, wie gesagt, das wurde auch im Buch ganz kurz angerissen, dass man versucht, das Wetter zu kontrollieren und das wird eben hier auch wieder mit aufgebaut. Jetzt springen wir aber auch eigentlich schon zu dem Punkt, wo ich sage, ey, was ist das denn für ein Plan? Also warum macht man das? Warum baut Mentacorp auf dieser Insel Mentacorp? Ihr werdet es in die Kommentare schreiben, wenn ich es falsch ausspreche. Auf so einer Insel so eine Anlage. Die Idee dahinter ist, dass der super Bösewicht in diesem Teil, super Bösewicht übrigens, weil, also es ist ein Typ, bei dem sich die Macher der Serie gesagt haben, wir möchten, dass der dümmste Mensch der Welt, der Mensch mit dem kleinsten, ach, wir möchten, dass jede Schnecke auf diesem Planeten, jede Mücke soll verstehen, dass das der Bösewicht ist. Das ist ein Typ, der bringt Sätze wie: Du weißt viel. Zu viel. Es ist ein Typ, der einfach mitten im Dschungel steht, merkt, dass einer von seinen Robotern, zu denen komme ich auch noch, kaputt gemacht wurde, guckt nach oben in die Kamera und schreit: Na! Das ist die Charakterfigur, die wir jetzt hier bekommen. Der Typ ist so over the top und hat einen Plan, der ist so nicht nachvollziehbar dämlich. Ich sag ja immer, Jurassic World generell, die Prämisse, die ist für mich komplett nachvollziehbar zu dem, was in Jurassic Park passiert ist. Das hier ist es nicht. Und zwar machen wir jetzt hier Dinosaurier zu Marionetten, die wir fernsteuern können, füttern die mit Sachen, die sie aggressiv machen, damit sie gegeneinander kämpfen können. Also es soll etwas gebaut werden wie ein Jurassic Park, nur eben mit ganz vielen Arenen. Und die Saurier sollen gegeneinander kämpfen, damit die Reichen sich das anschauen können. So, lassen wir das erstmal ganz kurz so stehen und überlegen mal, ob sowas auch in unserer echten Welt gibt. Ja, gibt's. Es gibt Kämpfe mit Tieren. Ist scheiße, ist widerlich und ist natürlich auch illegal. Gibt's aber wirklich. Tiere, gerade eben Raubtiere, wenn die Hunger bekommen, dann greifen die an. Dann greifen sie sich auch gegenseitig an. Das heißt, wenn du einen Löwen in ein Gehege steckst, die werden sich irgendwann fetzen. Das wird irgendwann passieren. Und da gibt's eben dann auch Kämpfe und irgendwelche, die darauf wetten, abschließen.
Das funktioniert also ohne technischen Einfluss. Mentacorp kommt aber anscheinend nicht dahinter, mal zu gucken, okay, klappt das vielleicht auch mit ganz normalen Mitteln? Die bauen eine milliardenschwere Anlage und machen Tests damit, um Saurier gegeneinander aufzuhetzen, die eh schon kämpfen würden. Es gibt so ein Beispiel in der Serie, in einer relativ späten Folge von der Staffel. Das ist kein Stegosaurus, sieht aber so ähnlich aus. Der hat eben auch nur so Stacheln und der soll gegen den T-Rex kämpfen. Das sind natürliche Feinde, die zwei. Das ist ein Carnivore und ein Hermivore und die kämpfen gegeneinander. Und die werden aber dazu gezwungen, gegeneinander zu kämpfen mit Drohnen, also mit Drohnen, die auch eine Art Schild um einen errichten können. Und dann lenkt er die Viecher wie in einem Videospiel gegeneinander. Und du denkst dir so, ey, das ist mitunter der dümmste Plan, den du jemals in einem Jurassic-Universum hättest einbauen können. Dieser Typ, der Bösewicht, dessen Name, Achtung, kein Scheiß, ist Cash. Der Typ, der alles macht, um Geld zu bekommen, der Dinosaurier erschafft und gegeneinander kämpfen lässt, um an Geld zu bekommen, heißt Cash. Schreit im Wald rum, sagt, nein, ist also so ein klischeehafter Bösewicht, das ist schon echt krass. Als hättest du so eine Bibel vor dir gehabt, so ein Lexikon mit so allen Sachen, die ein Bösewicht verinnerlichen muss. Da ist so alles mit drin bei dem, da alles. Der erklärt seinen Plan beim Laufen den Kindern, alles, was du so an Klischees findest, in eine Person reingeklatscht. Gut gemacht. Mitunter der schlechteste Bösewicht, der mir gerade wirklich generell einfallen würde, der letzten paar Jahre. Der Typ ist so over the top und dämlich. Das war wirklich krass. Ja, jetzt können auch wieder die Spezialisten ankommen und sagen, oh, hinter Mentacorp steckt ja noch ein bisschen mehr. Das mag alles sein. Aber das ist das, was wir jetzt hier in der Serie gerade sehen. Und der Typ ist wirklich nicht helle. Anderes Beispiel für dumme Figuren. Es wird eine neue Figur eingeführt. Ein Mädel, die macht Experimente oder erforscht die Dinosaurier und erforscht das Verhalten von denen. Und sie weiß, dass sie und ihr Chef, Cash, das sind die einzigen beiden, die auf der Insel sind. Ja, und dann lernt sie irgendwann die Kinder noch kennen, aber sie weiß, okay, wir sind eigentlich nur zu zweit auf der Insel. Mehr Leute sind hier nicht. Und dann passiert irgendwas, dass sie es gibt Verteidigungsroboter, das sind Roboterhunde, die über die Insel rennen. Dann versucht sie denen Befehle zu geben, aber die hören nicht auf sie und brechen einfach den Befehl ab. Und dann überlegt sie so, wer könnte dahinter stecken? Und du sitzt da und denkst dir, es gibt nur zwei Leute auf der Insel. Es gibt dich. Du bist aber offensichtlich nicht gewesen und noch eine zweite Person. Wer kann denn dahinter stecken? Es gibt auch keine Kommunikation nach draußen. Es gibt keinen Empfang. Nichts kann auf diese Insel draufschallen, außer das Handy von Cash aus irgendeinem Grund. Aber es ist so offensichtlich, wer dahinter steckt. Und das sind so Kleinigkeiten, die in Staffel 3 einfach nicht vorgekommen sind. Staffel 3 war noch intelligenter gewesen. Hier habe ich so das Gefühl, man hat versucht, innovative Sachen einzubringen, wie auch die kleinen Roboter, zu denen komme ich jetzt gleich noch. Wusste aber nicht, was man damit machen soll. Was machen wir mit einem Cash, der mit Sauriern Kämpfe organisieren will? Er wird ein Over-the-Top-Vollidiot. Und der ist dann der Bösewicht. Der ist Darian. Er ist ein Kind. Schafft es, sich sein Vertrauen zu erschleichen. Und ey, der kommt dann Informationen ran und du denkst dir nur so, wie hat der Typ es geschafft, seine Insel, sein Labor auf der Insel geheim zu halten, wenn er so ein Dulli ist? Wie hat er es geschafft? Keine Ahnung. So, die Roboter, die sind eine Sache, die viele von euch kritisiert haben. Die finden sehr viele sehr schlimm. Die Roboter an sich finde ich nicht dramatisch. Ich bin der Meinung, dass in einer Welt von Jurassic World, in der wir Monster erschaffen können, kann es auch sowas geben wie diese Roboter, die alles beschützen. Also, beziehungsweise, die Kontrolle über die Insel behalten wollen. Die wollen so eine Art Gleichgewicht schaffen. Ja, Saurier sollen ihre Areale nicht verlassen. Die sollen eben auf Befehle hören. Das Ding ist, diese Viecher sind zum Teil so dumm wie die Droiden aus Star Wars. Die sind doof, die verstehen Befehle nicht. Und die Macher wissen nicht, was sie mit denen anfangen sollen. In jeder Folge, seit die das erste Mal aufgetaucht sind, achtet mal da drauf, passiert immer das Gleiche. Es ist immer dieselbe Szene, die nur an anderen Orten nachgespielt wird. Wir sehen immer erstmal die Kids, wie sie irgendwo langlaufen und dann auf einmal kriegen wir einen Shot auf so einen Roboter und die scannen immer das ganze Areal ab, um zu gucken, wer ist da. Und dann guckt der Roboter in die Richtung der Kids und fängt an zu scannen. Beim ersten Mal denkst du noch, oh oh, der hat die jetzt auf jeden Fall gefunden. Dann geht die Kamera zurück, auf einmal sind die Kids aber weg und in der Mitte ist halt ein Stein. So, das Vieh scannt dann eben darum und die Kids sind alle hinter dem Stein, deswegen findet er die nicht. Beim ersten Mal mag das noch irgendwo spannend sein.
Das passiert locker 5-mal in der Serie. Hinterm Stein versteckt, unterm Regal, unterm Bett, hinter einer Armatur, hinter einem Baum. Es passiert so häufig, da kann man wirklich, da könnt ihr wirklich mitzählen, wie oft das ist. Die wussten nicht, was sie mit diesen Figuren anfangen sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier einfach nur um Merch ging. Lass uns mal ein bisschen Merch raushauen. Die Viecher haben null Relevanz, sogar wenn sie dann jemanden finden. Also es gibt Szenen, die sind auch ein bisschen krasser, wo diese Roboter zum Beispiel einen Dinosaurier umbringen. Die bringen den kleinen Kombi um, der auf dem Schiff war. Der wird abgeknallt. Der Saurier wird abgescannt und sofort wird auf den drauf geschossen. Das Vieh ist tot. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Plot Armor. Wenn diese Hunde unsere Helden finden und die abscannen, dann schießen die auf einmal nicht sofort. Manchmal bleiben die einfach szenenlang da stehen und dann passiert irgendwas, dann bekommt so ein Roboter eins auf die Rübe oder er wird zurückgepfiffen oder irgend sowas. Es wird einfach so deutlich, dass den Kids hier nichts passieren kann. Wenn du mir so deutlich zeigst, alle sind in Gefahr, außer die Hauptfiguren, dann habe ich auch kein Gefühl, dass da eine Gefahr für die entsteht. Weil es ist so offensichtlich, wie schnell diese ganzen Roboter, da gibt es auch noch Drohnen unter den ganzen Roboterfiguren, wie schnell die agieren, wenn es nicht menschliche Figuren betrifft. Aber sobald es unsere Hauptquerfiguren sind, wird sich dann Zeit gelassen und die holen erstmal aus und normalerweise schnappen die direkt zu und schießen sofort und da halt eben nicht. Und das fällt dir auf, weil das wirklich ständig passiert. Es ist immer dasselbe. Es wird ein Raum abgescannt, irgendwo versteckt sich wieder einer, mal wird er dann entdeckt, wird aber halt nicht abgeschossen, weil das Vieh halt erstmal ausholen muss oder erstmal langsam sagen muss, du bist hier nicht autorisiert. Es ist, das ist langweilig. Das ist wirklich langweiliges Storytelling. Und da muss ich echt sagen, dass Staffel 4 mich da enttäuscht hat, weil die hat eigentlich sehr gut angefangen. Es sind nicht mal die Roboter oder die Drohnen oder dieses ganze unsichtbare Anlageszenario, die mich halt stören. Es ist wieder mal die Umsetzung dabei und die ist hier noch nie so faul gewesen wie jetzt in dieser Staffel. Man hat sich einfach nicht mal die Mühe gegeben, das irgendwie nahbar zu machen. Sogar Jurassic Park 1 hat natürlich irgendwo Fehler, wo man sagen könnte, ey, das ist jetzt aber schon Quatsch. Man hat aber noch versucht, es dir so zu verkaufen, dass es nahbar ist. Du hast gesagt, okay, das akzeptiere ich so. Staffel 4, und jetzt verstehe ich, was die meisten von euch gemeint haben, akzeptiere ich so nicht irgendwie als Teil des Kanons. Das passt da irgendwie nicht so wirklich mit rein. Und schuld daran sind einfach die Entscheidungen, wie zum Beispiel diese Roboter mit einzubauen. Man hätte einfach ganz normale Menschen nehmen können. Man hätte jetzt hier die Chance gehabt, noch mehr Figuren mit einzubauen, die noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen haben, statt einfach zu sagen, wir nehmen Roboter, die alle die gleichen sind. Das sind alles die gleichen Roboter. Es gibt dann später nochmal einen, der ist anders, der ist dann besser. So, und Brooklyn kann ihn aber einfach hacken. Das ist ein Kind. Wieso kann die ihn auf einmal hacken? In den ersten Staffeln wurde das noch so ein bisschen aufgebaut. Warum konnten die Kinder im Dschungel überleben? Da gab es eine Story dazu. Da gab es einen Aufbau dazu. Hier ist es einfach so, ja, ich habe aus nichts heraus, ich kann das. Ich kann Hochsicherheitsdrohnen hacken von einer geheimen Firma, wo man davon ausgehen kann, dass diese Drohnentechnik kein anderer hat. Natürlich wird es irgendwo nebenbei erklärt, aber es gibt keinen Aufbau dazu. Und das haben wir eben öfter in der Serie. Wir bekommen eine kleine Love-Story zwischen Kenji und Brooklyn, die fand ich noch ganz schön. Das gefällt mir, wenn das auch sich so weiterentwickelt. Ich meine, die haben natürlich auch was durchgemacht. Und was ich noch sehr positiv anmerken möchte, bevor ich hier mit meinem Gemecker weiter fortfahre, es kommt jetzt aber auch kein Gemecker mehr, keine Angst. Jazz hat Albträume und die hat Traumata, das ist halt ziemlich geil, weil das hatten wir nämlich vorher noch nicht gehabt, dass Figuren das wirklich fertig macht, was sie erlebt haben. Ja, an Chris Pratt zum Beispiel, was macht er in Jurassic World, Jurassic World 2? Da geht's ihm eigentlich am Arsch vorbei, was im ersten Teil passiert. Er baut sich einfach ein Haus am See. Einfach mal ein Haus am See, es gibt so keine Konsequenzen, sogar in Jurassic Park. Im zweiten Jurassic Park warnt Dr. Ian Malcolm John Hammond davor, diese Insel nochmal zu betreten und geht nur dahin, weil seine eigene Freundin da ist. Aber er hat Angst davor. Du merkst, dass Ian Malcolm ist, auch wenn die anfangen, die Saurier zu fotografieren. Und Ian Malcolm sagt aber, ja, am Anfang sind die noch ganz nett und später schreien alle Hilfe und rennen um ihr Leben. Der hat was daraus gelernt, das hat ihn fertig gemacht. Dr. Alan Grant, so seltsam die Szene auch ist, hat den Raptor im Flugzeug gesehen. Auch er hat irgendwie so einen Knacks mitgenommen. Das haben die Figuren in Jurassic World, Jurassic World 2 und Jurassic World Dominion gar nicht. Da ist es denen egal. Ach, Saurier. Sehr cool. Hier haben wir es jetzt wieder mit eingebaut, dass Jazz nämlich Albträume hat von Dinosauriern und teilweise auch so Panikattacken bekommt. Und das finde ich sau interessant.
Ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen mehr eingehen in der fünften Staffel, dass sie da noch ein bisschen mehr zeigen, was vielleicht auch nach den Ereignissen passiert. Die können sich von mir aus 2 Folgen Zeit lassen, auch wenn es nur eine ist, die wieder zu Hause spielt, wo man eben nur sieht, wie sich jetzt die Kids verhalten, wie sie vielleicht auch erwachsener werden, nachdem das alles passiert ist, würde ich zu gerne sehen. Ist Staffel 4 jetzt, um auf den Punkt zu kommen, das Schlechteste, was die Serie bisher vorgebracht hat? Nee, ich muss sagen, ich hatte mit Staffel 4 immer noch mehr Spaß als mit Staffel 2. Das liegt aber daran, weil ich es mag, wenn man sagt, man probiert neue Sachen aus. Man denkt ein bisschen weiter. Ich mag es nur nicht, wie sie gedacht haben. Ich finde es doof, aber ich habe während dem Gucken hierbei mehr Spaß gehabt als mit Staffel 2. Deswegen mein aktuelles Ranking wäre jetzt laut dem Stand in diesem Video, beste Staffel der Serie ist aktuell Staffel 3, danach kommt Staffel 1, dann Staffel 4, dann Staffel 2. So, jetzt hätte ich beinahe das für mich Wichtigste einfach vergessen in meiner Kritik zu erwähnen, der Spinosaurus. Das ist mit einer meiner liebsten Dinosaurier, seit Jurassic Park 3 liebe ich dieses Vieh einfach. Und er kommt jetzt hier auch wieder vor. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie irgendwie den Ton geändert haben. Das heißt, der Spinosaurus hört sich anders an, wenn er brüllt. Ist eine Kleinigkeit, die kann man verkraften. Ich habe mir zuallererst gedacht, ey, jetzt haben wir hier also 2 T-Rex, beziehungsweise einen T-Rex, der noch aktiv ist, und einen Spinosaurus. Und der Typ hier will, Cash will, Saurier zum Kämpfen bringen. Bekommen wir jetzt hier ein Rematch zwischen dem Spino und dem T-Rex? Nee, noch nicht leider. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze sich für Staffel 5 aufgehoben wird. Der Spinosaurus hier, ja, hat nicht allzu viel zu tun. Das fand ich auch sehr schade. Der ist eigentlich nur ab und zu mal da, taucht so aus dem Nichts heraus auf und sorgt eben für ein bisschen Stress. Ja, ist aber wirklich eigentlich nicht großartig nennenswert. Und ich finde es krass, dass man ihn einfach auf das Cover gepackt hat von Staffel 4, weil er nicht wirklich das tragende Tier in dieser Staffel ist. Aber okay, ich verstehe es auf jeden Fall. Viele lieben den Spinosaurus, mich eben mit eingeschlossen. Und was ich noch sehr cool finde, das hätte ich mir auch für Jurassic World Dominion so ein bisschen gehofft, gewünscht. Man hat hier einfach einen Säbelzahntiger mit eingebaut. Ist kein Scheiß. Und ich habe mir gedacht, das ist doch genial. Das ist die Stufe, die ich sehen will, wie es weitergeht. Das finde ich geil. Und schade, dass sie das in Jurassic World Dominion gar nicht mehr aufgegriffen haben. Ich könnte mir mal vorstellen, dass wenn die Reihe irgendwann weitergeht, und die wird irgendwann weitergehen, ne, denn Geld regiert die Welt, dann könnte es eventuell um solche Urzeitkreaturen gehen, wie Säbelzahntiger, Mammuts und Co. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Mal gucken, ob sie es wirklich umsetzen können. Auf Staffel 5 bin ich jetzt sehr gespannt. Der Fernseher läuft schon. Also das Titelbild ist schon da. Ich schaue sie mir jetzt an. Und dazu wird es dann auch ein ausführliches Video geben. Und ich hoffe mal, dass sie das Ganze vernünftig abschließen werden. Und ich muss auch jetzt keine erzwungene Verbindung zu Jurassic World Dominion bekommen. Das brauche ich jetzt nicht. Erzählt mir die Geschichte von den Kindern in Ruhe zu Ende. Wenn ihr jetzt Metacorp heißen die da, oder? Metacorp einbaut, führt auch das bitte zu Ende. Ich mag die Technik dahinter nicht. Auch, dass sie hier mit Dinosauriern Kontakt aufbauen wollen. Es gibt auch im echten Leben Verhaltensforschung von Tieren, wie wir Menschen mit Tieren kommunizieren können. Das gibt's. Das ist sehr interessant, sowas. Hätte man interessant einbauen können. Man hat es aber so gelöst, dass Dinosaurier auf Tablet-Befehle reagieren. Das heißt, die haben irgendeinen Chip im Hinterkopf und Darien will dann einem Dinosaurier vermitteln, ich bin dein Freund, und drückt dann einfach nur auf den Knopf, Freund. Und der Saurier dann, ah, Freund. Es ist einfach faules Storytelling und man hätte einfach nur ab und zu mal in die Realität gucken können. Das hat Jurassic Park ja immer ausgemacht, dass es sich sehr real angefühlt hat, trotz seiner abgefahrenen Ideen. Es wäre wirklich nur ein Blick in die Realität gewesen, sowas gibt's wirklich. Es gibt Verhaltensforschung, wo Menschen versuchen zu erklären, wie der Mensch mit Delfinen agieren kann. Wie verstehen Delfine, was wir von denen wollen? Das gibt es. Hätte man supergeil einbauen können, hat sich aber gedacht, nee, Tablet ist ja so, ne, ist wahrscheinlich geiler und einfacher vor allem. Ist ein bisschen schade. Naja, auf jeden Fall so viel dazu. Staffel 4, interessant, was man sich überlegt hat. Schwach, wie es umgesetzt wurde. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt, wie sie Staffel 5 abschließen werden. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, was du von Staffel 4 hältst zu Jurassic World, Camp Cretaceous, und bist du meiner Meinung? Du kannst mir auch gerne sagen, ey Tobi, sehe ich gar nicht so wie du. Vollkommen cool. Diskussionen sind immer geil, andere Meinungen sind immer cool und das soll auch so bleiben. Deswegen schreib mir in die Kommentare rein, was du von Staffel 4 hältst. Ist die für dich vielleicht sogar die beste Staffel der ganzen Serie? Wie auch immer. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen. Und damit bin ich raus und würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.